Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie der DMO geht. Einige Leute von euch haben mir geschrieben, dass er anscheinend gepatcht ist und sowas. Aber der DMO geht nach wie vor genauso. Was braucht ihr dafür? Ihr braucht auf jeden Fall einen Freund, der sich in einer Einladungssitzung befindet und in einem Job für einen Titan drin ist. Ebenso braucht ihr natürlich ein Safe Game. Das Safe Game werde ich euch in der Videobeschreibung verlinken. Dann braucht ihr halt noch das gemoddete Auto, was ihr euch online holen wollt. Zieht das einfach mit dem Safe Wizard dann auf die PlayStation drauf. Und wenn ihr das dann auf der PlayStation drauf habt, dann können wir auch schon direkt losstarten. So, sind wir dann auf unserer PlayStation, gehen wir einmal in die Einstellung. Dann gehen wir auf Verwaltung der von Anwendung gespeicherten Daten, gespeicherte Daten im Systemspeicher. Dann gehen wir auf Löschen und dann löschen wir einmal den Autosave raus. Wenn der Autosave draußen ist, dann gehen wir wieder auf Zurück. Dann gehen wir auf gespeicherte Daten auf USB-Stick, Speichergerät. Dann in Systemspeicher kopieren. Und dann kopieren wir uns jetzt nun diesen Spielstand von unserem USB-Stick auf die PlayStation drauf. Einfach auf Kopieren. Dann gehen wir wieder auf Zurück. Dann gehen wir einmal in die Netzwerkeinstellung. Dann suchen wir uns einmal unseren WLAN Account raus, auf Benutzer definiert, so jetzt eben den Account raussuchen, so IP-Adresse bestätigen, DHCP-Hausnamen auch einfach bestätigen, DNS-Einstellungen auch bestätigen, so MTU-Einstellungen müssen wir jetzt auf manuell gehen und dort ist jetzt standardgemäß 1500 eingestellt und jetzt müsst ihr ein bisschen rumtüfteln zwischen 601 und 615, je nachdem wie eure Internetverbindung ist, und nach dem Test dann ganz einfach wieder verlassen und GTA starten. Ihr müsst dann aber einmal das Spiel kalibrieren, das heißt ihr müsst dann L1 und R1 drücken. So, seid ihr im Story-Modus angekommen, werdet ihr mit Trevor spawnen, ihr geht dann sofort auf die Franklin-Meldung, wechselt einmal rüber zu Franklin. Okay, sind wir jetzt mit Franklin gespawnt. Dann warten wir einmal, bis wir Alester angerufen haben, bis wir den Anruf dann wegdrücken können. So, dann begeben wir uns ganz schnell raus und dann geben wir einmal den Cheatcode ein für den Fahndungslevel. Den Cheatcode werde ich euch auch in der Videobeschreibung verlinken. So, wir geben einmal eben den Cheatcode ein und begeben uns dann einfach zur Polizei, lassen uns dann verhaften. So, sobald wir dann an der Polizei angekommen sind und unser Charakter dann die Arme nach oben hält, sofort Options drücken, dann gehen wir auf Online, dann gehen wir auf Charakterauswahl, bestätigen einfach Charakterauswahl, gehen dann doppelt PSN. Nun müssen wir irgendeine App starten, um GTA anzuhalten, entweder YouTube oder Spotify. So haben wir das gemacht, Kommissar Freudenspiel, der in einer Einladungssitzung ist und in einem Job für einen Titan. Den suchen wir uns einfach raus, treten ihn dann einmal bei. So, erstmal raussuchen. Auf das Profil gehen, wunderbar, beitreten. In dieser Meldung bleiben wir jetzt ungefähr so 3 bis 4 Sekunden drin. Wir können einfach X durchspammen. Jetzt die Meldungen, die kommen, auch einfach X durchspammen. Werden dann 2 bis 3 Meldungen kommen. Haben wir das gemacht, dann nochmal Doppel-PSN drücken, unserem Freund nochmal beitreten und in dieser Meldung bleiben wir jetzt so lange drin, bis sie von automatisch verschwindet. Ihr seht, unten rechts steht schon, GTA Online wird betreten, ist auf jeden Fall perfekt. So, dann warten wir jetzt einmal, bis wir auf den Mount Chiliad gezogen werden. Dort werden wir jetzt mit Trevor spawnen, die Meldung einfach ablehnen mit Kreis, sofort auf Regisseurmodus gehen und bestätigen, sobald es geht.
Einfach mit X bestätigen. Wunderbar. So, sind wir dann im Regisseur-Modus angekommen. Einfach Regisseur-Modus betreten. Wir öffnen jetzt einfach das Interaktionsmenü, gehen dann auf Garage und suchen uns das Auto aus, was wir uns online holen wollen. So, bei den neuen Autos vom neuen DLC, die verschwinden alle die Autos. Das heißt, ihr müsst dann immer wieder, wenn das Auto verschwunden ist, sofort wieder neu anfordern. Das macht ihr dann so lange, bis oben rechts die Geldmeldung kommt. So, oben rechts die Geldmeldung bekommen, auf jeden Fall perfekt. Als nächstes gehen wir in den zurück zum Casting-Trailer, bleiben jetzt in dieser Meldung drin, sagen unserem Freund dann jetzt Bescheid, dass er aus dem Job rausgehen kann und uns joinen kann. Und wenn unser Freund dann bei unserem Auto ist, sagt er uns Bescheid und dann können wir aus dieser Meldung einfach rausgehen und dann joinen wir einfach unserem Freund nach. Aber bevor wir das machen, müssen wir dann erstmal die Anwendung schließen. Und zwar müssen wir jetzt einmal wieder in die MTU-Einstellung. Dafür gehen wir dann wieder in die Einstellung rein. Dann gehen wir wieder auf Netzwerkeinstellung. Und dann ändern wir einfach unseren MTU-Wert wieder um in 1500. So, wenn wir das gemacht haben, dann können wir ganz einfach unserem Freund dann beitreten. Und ja, sind wir dann bei ihm in der Lobby angekommen, werdet ihr sehen, dass das neue Auto jetzt da in der Lobby drin steht. Und ja, das war es eigentlich auch schon soweit. Das Auto könnt ihr euch dann jetzt ganz normal mit Gift Cards to Friends dann ziehen. Und ja, Leute, ich hoffe, das Video, das hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.